Gravel Time, der Gravel Podcast. Hallo, liebe Freunde des Schotterfahrrads, zu einer neuen Folge von Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast, powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Ich bin Felix Krakow und diese Themen haben wir heute für euch: Events. Dazu sprechen wir heute stellvertretend über zwei Events und natürlich mit den Menschen, die dahinter stecken. Und zwar zum einen mit Bragan Königsecker vom KOM Berlin. Ich habe ihm versprochen, dass ich das möglichst deutsch ausspreche, das Königsecker. Und heute in einer Doppelrolle als Co-Moderator und Veranstalter Sascha vom Gravel Club, der ein Gravel-Event in Alta Badia plant im Juni. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Meister. War das gut mit deinem Namen, Bragan? Königsecker, so schön? Wunderbar. Hervorragend. Besser als er selber. Bevor wir durchstarten, noch der wichtigste Hinweis des Tages. Gravel Time wird unterstützt von Il Magistrale Cycling Coffee. Und als Dank dafür bekommt ihr 20% bei eurem Einkauf auf magistralecyclingcoffee.cc. Einfach den Rabattcode GravelTime20 eingeben bei eurem Einkauf und fertig. Ne, Sascha, ich weise gerne nochmal darauf hin, wie das auch für dich funktioniert. Beim zweiten Mal habe ich es mir gemerkt. Hast du es dir gemerkt, ja? Hervorragend. Hat es auch funktioniert? Ich habe noch nicht aufs Konto geguckt, aber ich hoffe mal, ja. Ist der Kaffee angekommen? Nee, noch nicht. Ach so, ja. Okay. Bevor wir loslegen, haben wir normalerweise ein paar News aus der Szene. Wir haben heute mal gedacht, wir gucken einfach mal so ein bisschen in die Events rein, von denen wir schon wissen, dass sie nicht wie geplant stattfinden zumindest. Da drängt sich natürlich als erstes, weil wir mit den beiden ja vor ein paar Wochen gesprochen haben, das Vegan Gravel Camp auf, das im Mai hätte stattfinden sollen, im schönen Harz, Sascha. Ja, das wird ja schon mal nichts. Schade, schade, aber das wird schon mal nichts. Die haben es in den Oktober verschoben, Anfang Oktober, weil die Lage doch zu unsicher für die beiden war. Was auch verständlich ist im Mai. Genau. Hoffen wir auf einen goldenen Oktober im Harz. Genau, vielleicht schaffen wir es ja selber dann auch hinzufahren. Du willst hinfahren? Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Tut meiner Wenn Figur Sie das vorher gewusst gut. Hätten sie vielleicht nicht verlegt. Nee, denn nicht, dann hätten sie alleine gemacht. Aber schauen wir mal. Ja. Genau, dann haben wir das Bohemian Border Bash Race, das im Mai zum ersten Mal ausgetragen werden sollte. Aber ganz frisch jetzt die Tage bekannt gegeben hat, dass es auch auf September verschoben wird. Und zwar unmittelbar vor das Bohemian Border Bash Camp. Das heißt, die Idee ist, dass die Teilnehmer des Race dann im Camp ankommen, nachdem sie die 1300 Kilometer geschafft haben und da frenetisch bejubelt werden von den Leuten im Camp. Was ja eigentlich viel cooler klingt. Und natürlich da die Routen dann auch noch fahren. Genau. Ja, das muss ja. Und zwar ohne Pause. Ja. Genau, ohne Pause, natürlich. Ja. Dann haben wir vor ein paar Wochen auch mit Raphael vom Orbit 360 gesprochen. Das sollte ursprünglich ja auch am 1. Mai losgehen, dieses 10-Wochen-Zeitfenster. Öffnet jetzt aber auch später, und zwar laut aktueller Planung spätestens zum 1. Juni. Genau, richtig. Genau, hast du noch was auf der Pfanne? Nee, das soll am 1. Juni. Tuscany Trail habe ich gestern nochmal gecheckt, das ist genau, auch im Mai, das soll aber wie geplant durchgeführt werden im Moment. Genau, das soll noch durchgeführt werden, der Tuscany Trail, denn das Gravel Camp Allgäu, was dieses Jahr auch zum ersten Mal, glaube ich, im Mai hätte stattfinden sollen, ist auch verschoben worden. Da ist das erste Datum jetzt der 10.6., also Anfang Juni, wohl auch verschoben sozusagen. Ja, also es gibt einige, die jetzt verschoben haben oder sogar ganz abgesagt haben. Ja. Genau, wenn wir noch irgendwas vergessen haben, sagt uns Bescheid, dann packen wir es noch in die Shownotes rein. So, genau. Kommen wir zu unserem Gast. Oh, sehr oder gern. Lieber nicht. Ja, doch, da freue ich mich immer sehr, sehr, den Bragan mit ihm sprechen zu dürfen. Ja. Genau, unser Gast heute, ich sage es nochmal, Bragan Königsecker, Gravel-Pionier. Darf ich dich Gravel-Pionier nennen? Ah, ich würde das nicht so breit sagen, aber ja, ich bin schon egal. Schon dabei.
Du bist ja auch schon sehr, sehr alt, deshalb fährst du auch schon sehr lange Gravelbike. Gravel-Pionier aus den USA, der aber seit Ewigkeiten in Berlin lebt, dort im vergangenen Jahr erstmals die Gravel Climbing Challenge KOM Berlin organisiert hat und mittlerweile sogar ein bisschen Deutsch spricht, wie ich erfahren habe. Hallo Braggen. Hallo Felix. Und Sascha. Ich finde sein Deutsch fast besser manchmal als meines. Ja? Als dein Deutsch oder als dein Englisch? Als wie mein Englisch haben könnten wollen. Ja, mein Englisch ist, das mache ich nur unter mir. Siehst du? There doesn't belong much to it. Genau. If you understand what I meine. Genau. Braggen, wir starten mit unserer beliebten Aufwärmrunde. 7 Fragen, 7 Antworten an Braggen Königsecker. Wir stellen dir eine Frage. Du hast 5 Sekunden Zeit für eine spontane Antwort. Okay. Wenn dir keine einfällt, und da mache ich mir keine Sorgen, springen wir zur nächsten Frage. Letztes Mal haben wir es ja voll verbockt, Sascha, ne? Bei Paul Voss. Haben wir es da verbockt? Ja, der wollte eine Frage schieben. Ach. Und wir dachten, er will sein Fahrrad schieben. Ah ja, stimmt. Genau. Stimmt. Genau. Fehlen aber, wir erst nachher auf. Ja, das macht den Podcast auch aus. Fehler gehören zum Menschen dazu. Ist so. Ah ja. Ja. Braggen, was war denn dein allererstes Fahrrad? Das war... Ehrlich gesagt, das war ein Stahlrad mit einem von diesen Bananensitze. Ein Bonanza-Rad. So ein Bonanza-Rad. Heißt das Bonanza-Rad? So hatte große Lenker, so gezogene Lenker und eine große Bananensitz mit irgendwelche Gerüst. Fuchsschwanz hinten dran. Ja, so ein Gerüst, wie eine Rücklehne. Wie eine Sissy-Bar bei einem Motorrad. Richtig. Ja, das war mein erstes. Genau, und die Schaltung zwischen den Beinen. der hat keine Schaltung, aber ich war neidisch auf diejenigen, die eine Schaltung hätten. Ein Bonanza Single Speed, geil. Hast du es noch? Nee, habe ich es nicht. Das hat doch so eine kleine Renaissance erlebt in den letzten Jahren. Ja, cool. Ja, wie heißt das da in New York? Chopper Bikes oder irgendwas? Viele junge Menschen. Also es gab auf jeden Fall auch in Köln jemanden, der die Dinger noch verkauft hat. Ja. Bis 5 Sekunden sind vorbei. Meer oder Berge? Nächste Frage. Ja, Meer oder Berge? Meer oder Berge? Ach. Ja. Schwimmen oder wandern? Zum Radfahren oder zum Chillen? Darfst du dir aussuchen. Ja. Das liegt im Auge des Betrachters. Ja, es ist... Ja... ja, muss ich ehrlich sagen, mehr zum Chillen mit der Familie. Aber zum Radfahren, ja, Berge. Ja, es gibt ja auch schöne Plätze, wo das Meer vor der Tür ist und dahinter gleich die Berge. Genau. Habe ich gehört, irgendwo in Südspanien. Es gibt ja auch Berge am Meer. Oh ja, Mallorca zum Beispiel. Ja, genau. genau das meinte ich jetzt auch. Genau. Wunderbar. Ja. Braggen, was denkst du in dem Moment, wenn du mit dem Bike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst? Ah, dann kriege ich Ruhe. Das ist immer ein schönes Gefühl. Weg mit dem Verkehr. Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich ein merkwürdiges Gefühl. Und da hat Paul letztes Mal schieben gesagt und dann dachten wir, er will dann jetzt sein Fahrrad schieben, weil er ja Rennradfahrer ist und er wollte die Frage schieben. Ja, ja. Genau. Ja. Sorry, Paul. Ja, was möchtest du im Jahr 21 noch auf jeden Fall erleben, Regen? Oh. Kannst du schieben. Ich will duschen in der Bauernhof. Das wäre ganz gut, wenn du mal wieder duschen kannst. Wir renovieren einen Bauernhof und ich möchte gerne dort duschen. Aber ich muss erst ein Bad bauen. Du musst das Bad bauen. Da freue ich mich. Alles klar. Da kommen wir vorbei. Wir sind gespannt. Ja. Genau. Wo würdest du denn dann am allerliebsten mit deinem Gravelbike mal eine Runde drehen wollen? Ah. Vielleicht da, wo... Im Moment, ich möchte gerne nach White Sands, New Mexico. So, New Mexico, würde ich sagen. Das ist nächstes auf meiner Liste. Aber auch immer wieder Südafrika. Und mit wem würdest du gerne fahren? Oh,
Ja, ich würde gerne mit Werner Müller-Schell wieder fahren. Der ist ein sehr angenehmer junger Mann auf einer Radtour. Der kann auch so schön Witze erzählen, habe ich gehört. Da gibt es auch schon Geschichten von euch aus Südamerika. Oh ja. Nee, Südafrika. Oh ja. Aber die sind ja nicht jugendfrei, oder? Er hat ein Rad ausgeliehen von einem Freund von uns. Und es war das Rad seiner Frau. Und das war so ein kleines Kona Mountainbike mit einer ganz kleinen Übersetzung. So, es hat irgendwie 34 vorne und ganz große Ritzeln hinten. Dass der Werner, der fährt auf Flat-Pedale und mit seinen Vans und mit Slip-on-Vans und er musste immer so treten. Und das war für Tage lang. Und wir fahren alle mit normalen Übersetzungen und er hat auch Gepäckträger mit vorne und hinten mit riesen Taschen drauf. Ja, aber das trainiert doch, das ist doch gut. Und er war auch nicht so fit damals. Er hat etwas mit seinen Achilles oder er hat irgendwas. Aber er hat durchgebissen, tagelang. nur einmal ausgeflippt. Das ist eine gute Quote. Ja. Habt ihr denn da lieber Bier oder lieber Kaffee? Bier. Bier. Ja, super. Der zweite in Folge. So muss es sein. Warte, ich mach den Strich. Ja, Paul, genau. Bier. Braggen, Bier. Bier. Sascha, Bier. Braggen. Bevor wir mit dir über KOM Berlin reden wollen und generell über die Situation der Events in Corona-Pandemie-Zeiten. Erzähl doch mal kurz, wie bist du zum Gravelbike gekommen? Ich habe ja gerade schon ein bisschen diesen großen Begriff Gravel-Pionier genutzt, aber du bist ja wirklich vor, ich sag mal, mehreren Jahren schon mit dem Thema in Berührung gekommen. Ja, das kam durch meine Arbeit für Brooks England. Ich bin zuständig seit lange für Sponsoring für Brooks und dadurch war ich in Kontakt mit ganz vielen Menschen aus verschiedenen Ecken in der Radszene. Und einmal kam Paul Arrington zu mir in 2011 und er suchte Unterstützung, weil er wollte nach Dirty Kansas. Unbound Gravel, the race formerly known as Dirty Kansas. Genau, wie heißt das jetzt? Unbound. Oh, Unbound. Yes. Okay. So der Paul kam zu mir und er wollte nur einen Sattel oder irgendwas. Er wollte nicht was Großes. Und ich habe gesagt, oh ja, natürlich. Und er kam zurück mit wirklich geilen Bildern von dieses Rennen und ich wusste gar nichts davon. Ich hatte gar keine Ahnung, was Gravel war. Diese ganze Szene ist mir völlig vorbeigegangen. Ich bin schon lange in Deutschland. Ich bin in Deutschland seit 2002. So diese ganze Szene ist danach mehr oder weniger hat sich entwickelt. Und so, ich habe gar nichts mitgekriegt. Wie auch immer, so Paul kam und dann er wollte im nächsten Jahr wieder dahin. Dann haben wir ihn wieder unterstützt und ja, dann hatte ich wirklich großes Interesse. Und dann bin ich zum ersten Mal dahin im 2015 und habe ich das absolviert, die lange Strecke dort. Und ja, danach, das war eigentlich mein erstes Gravel-Event, war Dirty Kansas. Und wie war deine Platzierung gleich beim ersten Mal? Weißt du die noch? Well, nee, I mean, ich bin nicht so schnell gefahren, wie ich fahren könnte, weil wir haben auch gleichzeitig ein Video gedreht. Mache ich auch immer. Ja. Ich fahre nie so schnell. Nein, ich musste, es war mein Job. Das war mein Job. So, ich musste immer wieder auf Leute warten. Aber in dem Jahr war ganz viel Regen. Und nur 35% der Starter sind ins Ziel gekommen. Und ich bin ins Ziel gekommen. Ich bin sehr stolz drauf. Super. Ja. Aber um Zeiten geht es ja auch nicht, finde ich. Genau. Also Paul vielleicht schon, aber... Oder ja, siehst du das anders? Sind so schnell, es ist unfassbar, wirklich. Ja. Also so ein kleiner Racer ist aber im Regen schon drin. Oh ja, ich hab auf jeden Fall ein paar Mal gestoppt. Ich hatte ein Bier getrunken mit ich wollte gerade sagen Einheimischen. Ja, man muss das auch erleben.
Sowas würdest du ja verpassen ansonsten, ne? Wenn du nur aufs Ergebnis guckst und gerade wenn du irgendwo ganz woanders unterwegs bist. Ich meine, gut, du kommst jetzt aus den USA, aber weiß nicht, wenn du jetzt zum Beispiel nach New Mexico fahren würdest oder nach Mexiko und würdest da ein Gravel-Event fahren und guckst nur auf die Zeit, dann kriegst du ja gar nichts mit drumherum. Ja, das finde ich schade. Es ist fast wie eine normale Radtour. Wenn man keine Pause macht, und dann ist es wie ein Zeitloch, finde ich. Ich meine, ich habe das gemacht, viel. Aber mittlerweile finde ich es ein bisschen schade, wenn man den ganzen Tag verbringt und niemals eine Pause macht oder irgendwas sieht oder irgendjemand quatscht. Und ja, das ist ein bisschen schade. Es ist wie ein verschwendetes Tag. Ja. That's the spirit. Okay, du hast 2015 das Unbound gemacht, hast dann, jetzt komme ich durcheinander, 2017 oder 2018 ja auch dein eigenes Event oder ich weiß nicht, ob es das erste war, aber zumindest ein eigenes Gravel-Event gestartet mit dem Toros de Gravel in Mallorca. Richtig. Was war, 2018 war das, ne? Ja, aber inzwischen, ich war immer wieder beschäftigt mit anderen Events und ich war auf andere Gravel-Events, zum Beispiel Paul's Event, Dirty River, bin ich ein paar Mal gefahren. Und auch andere Events. Und ja, dann letztendlich, ich wollte ein Event in Erzgebirge machen. Und dann gab die Gelegenheit, ein Event auf Mallorca zu veranstalten. Und so, ich hatte eine Idee und dann war ich verliebt mit der Idee. Und dann habe ich dann dort ein einmaliges Event gebracht, wo Felix dabei war. Genau. Und das war ja ein super Event, das ist ja genial, sensationell angekommen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die Frage stellen will, warum es das nicht mehr gibt oder ob das bitte schön bald mal wieder stattfindet. Oh, ich glaube, es gibt mehrere Gründe, aber das war wirklich, ich glaube, zu viel. Du warst dabei, das war viel zu organisieren. Man kann nicht ein Gravel-Event auf Mallorca rentieren, weil man kann nicht ein großes Event machen, es geht nicht, weil es gibt so viel Privatgelände auf Mallorca. Und da kann man nicht 1000 Fahrer dann durchschicken. Und letztendlich, nach unserem Event, von was ich gehört habe, es gab andere Veranstalter, die etwas machen wollten. Und dann kamen ein paar so Grundbesitzer, die dann die Zäune zugemacht haben. Es gab Abschnitte, wo man, wenn der Besitzer macht der Zaun zu, dann man kann nicht durch. Und, ja. Und deshalb gehst du jetzt mit KOM Berlin einen ganz anderen Weg und machst ein Event auf einem abgeschlossenen Gelände. Erzähl doch mal, bevor wir über die Corona-Geschichte sprechen, was es mit diesem Event auf sich hat. Auf sich? Insofern? Auf sich. Was das ist. KOM Berlin hat letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Das war ja schon unter Corona-Pandemie-Bedingungen. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Und was ist es? Was passiert da? Okay. KOM Berlin. KOM heißt King of the Mountain. Und es gibt auch QOM, Queen of the Mountain. Yeah. Wie man sieht auf meiner Mütze. Und die Idee kam, weil ich bin dort zum Bezug gegangen und ich bin irgendwie verliebt geworden. Ich war verliebt mit diesem Berg. Ich habe mich verliebt. Ich finde, wenn man fährt diesen Berg hoch, dass man kann wirklich sich transportieren auf irgendwelche andere Fleck der Erde, dass man ist auf einem Berg irgendwo in Kalifornien. Wenn ich schaue auf den Schotter an einem sonnigen Tag, ich kann mich ganz leicht vorstellen, dass ich bin in Spanien oder ich bin in, ich finde, die Strecke ist wahnsinnig schön. Natürlich ist es nicht so groß und der Blick, eigentlich wenn es sonnig ist, ich finde den Blick sehr beeindruckend und sehr schön. Man sieht was über den ganzen Berg. Ja, was ist das für ein Berg? Vielleicht sollte man sagen, was das für ein Berg ist. Ich kenne nur in Berlin nur den Teufelsberg. Gibt es da noch mehr? Ach so, nein, ich rede über die größte Berg Berlin.
Berlins, und das ist der Arkenberger. Die Arkenberger ist ein alter Mühlhaufen vom Bauschutt und ist 2 Meter hoch als der Teufelsberg. Und man findet der Arkenberger in den Nordost von Berlin, in Pankow. Mhm. Und das grenzt die Barnimer Nationalpark. Das ist eigentlich dieser Barnimer Park geht bis Korin, bis Eberswalder, Korin, Oderberg, die Ecke. Und das ist, ich habe gelesen, das ist eines der größten Biosphärenreserve. Genau. In Deutschland. Ja, jetzt fangen wir beide schon an. Genau. Ja. So, man hat einen Blick vom Norden, man sieht grün Richtung Norden, das ist diese ganze, diese ganze schöne Wälder, was wir hier haben. Und dann auf die andere Seite, man sieht ganz Berlin. Und Genau. Und man hat so einen 360er Blick, nicht bei Teufelsberg, wo man hat nie so einen 360er Blick. Und man sieht alles. Und ja, ich finde es schön. Genau. So, ich dachte, hey, warum nicht irgendwelche Event hier machen? Und natürlich ist Everesting ein großes Thema. Ich finde es lustig, dass wir haben keine Berge hier. Sagen wir immer, dass wir keine Hügel hier haben. Und so, hey, lass uns hier Everest. So, ich wollte Everesting machen, aber einzelne Everesting dauert zu lang. So, ich habe diese Teamkonzept ausgedacht. Team Everesting. Das heißt, ich kann mich da anmelden, kann den anderen Leuten zugucken und dann selber nachher mich feiern, dass mein Team gewonnen hat und ich musste gar nicht mitfahren. Das kommt mir zugute. Man braucht Teams sind 4 Mannschaften, so du brauchst auf jeden Fall 3 sehr starke Fahrer, aber das schaffst du nicht. Unser Frauenteam hat letztes Jahr gewonnen. Stimmt. Die Frauenwertung. Ja, nur so viel dazu. Der Club hat ein Frauenteam gestellt und unsere Frauen haben es gerockt. Die Männer sind alle rausgeflogen und die Frauen haben es gerockt. Hat ja auch geregnet, da können Männer nicht Radfahren. Es hat nicht geregnet, es hat gewittert und gestürmt. Das war kein Regen. Ja. Das war schon super cool. Dazu sollte man aber sagen, dass die Arkenberge ja Privatgelände sind. Also man kommt nicht ohne weiteres darauf. Boreng hat natürlich in seiner nonchalanten Art super Kontakte zu dem Besitzer geknüpft und hat deswegen Zutritt zu diesem Gelände. Ah ja, stimmt. Das ist, wie es funktioniert hat. Ich habe meine Angestellten dahin geschickt. Und was so nett ist, dann hat sie locker einen Termin gekriegt. Und so nett war, sie ist nicht mehr bei mir, aber dann irgendwann hatte ich eine Besprechung mit der Besitzer und ja, es läuft super. Also. Und das Format sieht so aus, es gibt eine Runde, die wird immer wieder gefahren. Genau. Und es ist auf Timing-Basis, so professional Timing. Dass wir wissen jederzeit die Platzierungen, wir wissen jederzeit, wer über die Ziellinie kommt. So ist auch interessant für die Zuschauer. Sonst sieht es nicht aus, nur wie Leute fahren im Berg hoch und runter. So, Zuschauer ist ja im Moment genauso wie Event selber durchziehen eine ganz spannende Frage, ob man sowas überhaupt darf. Eigentlich wolltest du jetzt die zweite Auflage im Frühjahr schon durchführen, im Mai. Hast aber jetzt auch verschoben Richtung September. Ja, ich soll auch gleich sagen, dass ich arbeite auch für Events. Ich arbeite für Eroica. Ich arbeite für Gravel Fondo und für the BAM, the Bike Adventure Meeting in Italien. Und die sind alle auch verschoben. So, Ja, wir haben ja gerade auch schon erzählt oder ein paar Events genannt, die auch schon ihre Termine verschoben haben. Wird natürlich ein heißer Spätsommer und heißer Herbst. Richtig. Bevor kam dieses Jahr, wir wollten das im Mai machen und wir haben schon, im Februar verschoben. Weil mein Partner, der Produktionsmann Stefan, er sagt, auf keinen Fall kriegen wir das hin. Und er hat recht.
Es ist immer noch mega Lockdown hier. Und, ja, so jetzt ist unser Event in September. Und aber bevor das Event, wir machen für Gravel Fondo ein Event hier. Auch bei der Arkenberger. Zumindest wir fangen dort an und wir enden dort. Aber der Gravel Fondo macht jetzt eine Serie über Deutschland. Ich glaube, vielleicht auch Österreich, weiß ich nicht. Nee, nur Deutschland. Ich glaube, erstmal sitzt der Termin in Deutschland. Wann findet das in Berlin statt? 7. August. Das wird schön. Wir fangen dort an, ein paar Runden dort und dann fahren wir eine schöne Runde durch Barnim und haben ein paar Stops und dann kommen zurück und dann machen wir was lustig vor Ort, wieder auf der Arkenberge. Ich habe gehört, dass Ende August auch in Bonn ein Gravel Fondo stattfindet, der von irgendeinem Gravel Collective irgendwie organisiert wird. Aber da sprechen wir auch noch mal in einer anderen Folge drüber. Zu deinem Event, das findet jetzt im September statt, hoffentlich. Aber ist es jetzt für dich nicht so, dass du irgendwie da großartige Probleme hast, außer dass es dich vielleicht ein bisschen nervt, auch als aus Veranstalter-Sicht diese Pandemie-Problematik? Aber ist es für dich jetzt nicht existenziell, oder? Es ist nicht existenziell. Ich habe nur Geld verloren bei dem letzten Event. So, wenn ich nicht Geld verliere, das ist eigentlich besser. Aber aufgrund der Corona-Situation oder einfach nur, weil es dein erstes Event das war? Ich glaube, lag am Regen. Erstes Event ist... Ja, ich habe nicht besonderes, ich habe gar nicht versucht, Sponsoren zu holen. Ich wollte etwas ohne Sponsoren machen, weil ich wusste nicht, ob Leute Interesse hätten und ich wollte nicht rumgehen und irgendwie etwas verkaufen, das nicht taugt. Like, das war der erste Versuch bei einem neuen Format auf dem Mühlberg. Dass ich gleich zu Specialized gehe und sage so, ey. Aber es hat ja funktioniert. Es ist ja gut angekommen, oder? Ja, ja. Also jetzt mal abgesehen von dem Wetter. Ja, I mean, das ist eine Kollaboration zwischen uns, unsere Ideen und unserer Organisation, aber auch die Begeisterung von die Leute, die da hingekommen sind. Und das ohne dass so viele Leute aufgetaucht haben an so einem schlechten Tag, war das nix. Das war wirklich alle haben Schuld, dass es gut war. Ich habe kein Deutsch heute, sorry. Alle tragen Schuld hier. Also ich muss sagen, wir waren ja vor Ort und es war ein super Event. Trotz Regen und Matsch und gerade wahrscheinlich, weil es so ein super Kackwetter war, hat es natürlich allen, die da waren, mega Spaß gemacht. Also ich habe nur positive Rückmeldungen gekriegt. Es war eine reinste Schlammschlacht und wie die Leute, Männlein und Weiblein, sich da durchgekämpft haben und bringen musste ja letztendlich doch ein paar das Abbrechen zum Schluss und da waren die echt sauer, dass sie nicht weiterfahren konnten. Also es hat denen doch schon viel Spaß gemacht. Viel, ne? Ja, also. Wir mussten das abbrechen, aber das war gut, weil wir haben das nicht abgebrochen. Wir haben gewartet, bis die erste Team eigentlich ge-Everested haben. Like, so wir haben ein Team, der wirklich diese 8848 Meter erreicht haben. Das war der Team Rafa mit der Stefan Weigold vom Rafa, der Rafa Berlin. Und danach, ich musste Schluss machen, weil unser ganze Zelte sind weggeflogen. Wir hatten, wie viele Meter Zelte hatten wir, Sascha? Wir hatten irgendwie 10, 15 Meter waren das, glaube ich. 15 Meter Zelte und die sind alle auf einmal weggeflogen. Ja. Ich meine, darunter stand ja auch der DJ-Pult und sowas. Alles war da. Das kenne ich gerade am Ring. Es war wirklich schön. Alle waren quitschnass. Alle die freiwillige Helfer, diese ganzen Teenager, die wir geholt haben, die waren alle quitschnass. Alle waren gefroren. Ja. Ja. Aber trotzdem, aber hat Spaß gemacht. Stimmung dort. Ja. Wir warten auf die Wiederholung. Aber nochmal, die Ausgangsfrage bezog sich ja darauf, ob du jetzt unter der Pandemie selber gelitten hast. Das war aber dann eigentlich nicht der Fall, oder? Die hat dir eigentlich in der Hinsicht keine Nachteile gebracht. Nicht so schlimm wie viele andere. Wir haben dann auf jeden Fall Kunden verloren. Ich habe eine Agentur für Marketing in der Fahrradbranche und wie gesagt, Eroica musste
fast alle Events absagen. Ich arbeite für Roika seit vielen Jahren. Und bei Roika, bei BAM, bei Gravel Fondo, das war alles abgesagt. Und so natürlich, die hatten kein Budget mehr für Marketingagenturen. Aber ja. Zum Glück habe ich auch andere Kunden und andere Projekte. Ja, und in anderen Bereichen ging die Fahrradindustrie an sich ja auch, oder das Thema Fahrrad ja durch die Decke, ne? Auch gerade Gravelbike im letzten Jahr, es war ja Wahnsinn. Also wenn ich jetzt sehe, wenn Leute versuchen und alle, die jetzt zuhören, oder viele kennen wahrscheinlich die Problematik, aktuell sich ein Gravelbike zu kaufen, es ist nicht ganz einfach, oder auch Teile, ne? Wenn, sei es nur die Bremsscheibe, also ja, oder ist ja Wahnsinn, was. Ja, das. Genau, oder? Das hat uns auch getroffen dieses Jahr, weil wir haben angefangen, wir haben ein tolles Konzept für Sponsoring. So, wir haben mit ein paar großen Fahrradmarken gesprochen, beziehungsweise dass die bringen uns eine Flotte von verschiedenen Rädern, weil bei Com es gab viele Mountainbikes auch, was ich interessant fand. Es gab auch eins oder zwei Roadbikes auf der Strecke. Und das war interessant, weil der erste Platz und zweite Platz bei der, wir haben auch eine Stunde Rennen dort, der Arkenberger Crit. Stundenzeitfahren? Nee. Also wie viel du in einer Stunde schaffst? Wie ein Cyclocross, wie ein Crefeld-Rennen. Nur für eine Stunde. Und der erste Platz war auf einem Gravelbike und der zweite Platz war auf einem Mountainbike. Und so, ich dachte, das war eine tolle Gelegenheit für eine Fahrradmarke, ganz viele Fahrräder da hinzubringen und alle können probieren. So, man könnte mit Mountainbike probieren und schauen, welcher Rad ist schneller. Und dann, ja. So, super. Wir hatten ein großes Interesse von Marken und wir haben eine Marke, die uns zugesagt haben. Und dann, sie mussten absagen, weil es gibt keine Fahrräder. Sie hatten sogar keine Fahrräder für eine Ausstellung. Shit. Das war wirklich keine Frage. Das ist eigentlich die größte Fahrradmarke der Welt. Und so, das war das Problem bei anderen Marken. Und so, im Moment haben wir kein Bike-Sponsor. Aber dann, wir haben das verschoben und dann schauen wir mal, ob einer Bikes findet. Aber du bist jetzt guter Dinge, dass es im September stattfinden kann. Ja, September, dann haben wir wieder die Chance, dass es regnet. Ja, super. So, ich bete, dass es nochmal regnet, dass wir haben so einen Spaß. Genau, es klingt ja so, als würde das dazugehören. Alle erwarten das jetzt. Die alle sagen so, oh ja, das ist das Event, wo es regnet. Ja, da musst du Felix einladen. Lad Felix ein, dann regnet es. Ah, gut, ja, gut zu wissen. Dann Felix, du musst kommen, dass es regnet. Ja. Regnet es eigentlich immer. Ja, genau, ja, eigentlich es regnet ganz speziell, wenn ich in Berlin bin oder es schneit. Bitte? Eigentlich regnet es ganz wenig in Berlin, finde ich. Es ist eher trocken hier. Es ist ein Problem. Dieses Jahr wird der September bestimmt großartig. Normalerweise ist es ein Riesenproblem hier in der Jahreszeit. Ja. Das ist regnet gar nicht. Ja, aber ja, genau. So, ich würde natürlich gerne über das ganze Thema Hygienekonzepte und Vorkehrungen und sowas noch mit euch sprechen, aber vorher müssen wir auch noch einmal Saschas Event vorstellen. Wir wollten eigentlich ja heute auch mit Klaus sprechen vom Hotel Melodia del Bosco in Alta Badia. Der hat es aber dann leider doch nicht geschafft, um der mal ein bisschen erzählen sollte, wie die Lage aus Sicht eines Hoteliers sich darstellt und wie es in Südtirol ist, weil Sascha, du und der Gravel Club mit ihm zusammen ein Event plant im Juni. Genau, richtig. Worum geht's da? Genau, da geht's. Wir haben das ja auch schon mal kurz angesprochen, genau. Es ist das absolute Gegenteil von dem Event von Bregen, sondern es ist eher eine Reise, die wir da anbieten. Da kommen die Leute dann eine Woche zu uns ins Hotel Melodia del Bosco in Südtirol, kriegen ihre Räder da gestellt von Bikeherstellern. Also wir haben es geschafft, ein paar Räder zusammen zu kratzen von verschiedenen Herstellern und können dann auch zeitgleich da ihre Räder testen. Und dann fahren wir halt jeden Tag vom Hotel aus startend in die Dolomiten rein und raus und erleben da auch noch unterwegs ein bisschen die Kultur von Alta Badia und auch lecker essen. Das ist so das Grundprinzip. Und kommen halt immer wieder zurück ins Hotel und werden dann von Klaus
schön versorgt. Klaus hat auch die Routen alle gescoutet, oder scoutet sie auch gerade alle noch, und haben den Guides, die uns dann da rumführen, sozusagen. Das ist erstmal der Grundgedanke von Alter Badir, weil mir bei unseren Clubausfahrten immer aufgefallen ist, da waren auch viele dabei, die nicht gerne dieses typische Bikepacking machen, also ins Zelt rein, sondern die fahren schon gerne Gravel, aber wollen dann doch schon gerne ins Hotel und Bettchen nachhaben. Abends denn, in ihr gemütliches Bett im Hotelzimmer. Genau, und wollen auch gerne ein bisschen an die Hand, Badewanne. Genau, an die Hand genommen werden. Und dann kam mir diese Idee und dann bin ich irgendwie auf Klaus aufmerksam geworden. Da haben wir kurz gequatscht und dann kam die Idee sehr schnell und dann dachten, komm, wir greifen jetzt einfach mal an. Dass Corona jetzt so dazwischen funkt erstmal oder uns zumindest so vor einer Herausforderung stellt, damit haben wir auch nicht gerechnet, ja, dass es so lange geht. Weißt du denn, ich meine, Klaus hätte das jetzt natürlich perfekt beantworten können, wie ist denn die Situation im Moment in Südtirol? Na, im Moment, ich habe mit ihm noch vorhin telefoniert, er konnte jetzt nicht, habe ich gerade erfahren, er hat die Handwerker im Haus und irgendwie fummeln die auch an dieser Internetleitung rum und deswegen hat er auch keine Verbindung gekriegt. Das war jetzt so mit. Also ich dachte, er muss die Zimmer noch vorbereiten für das Event, damit er besonders schön. Wahrscheinlich. Und also ein bisschen Klaus Gravel ist, wie alle Hoteliers in Südtirol, die sind in den Startlöchern und sind bereit, haben alle super Hygienekonzepte. Momentan gehen die Zahlen auch leicht zurück, genau wie bei uns, wie in Deutschland. Aber noch ist alles geschlossen. Ja, also die hoffen jetzt, nächste Woche geht's, kommen die Neuigkeiten, die werden da wöchentlich auch geändert, genau wie bei uns, dass man nie genau sagen kann, wann jetzt was kommt. Aber er rechnet jetzt mit einer Öffnung, einer leichten Öffnung ab 21. Mai. Alles unter Vorbehalt, ja, wenn die Zahlen sich so weiter entwickeln. Aber es wird denn da auch Einschränkungen geben. Ja, also. Aber das Event ist jetzt ja schon für Mitte Juni geplant und nicht wie Braggens KOM für September. Du rechnest aber damit, dass es funktionieren kann im Moment. Wir rechnen noch damit, dass es im Juni stattfinden kann, wenn sich das alles so weiterentwickelt. Haben aber auch alle anderen Optionen in Planung oder sind schon fertig geplant für eine eventuelle Verschiebung, kurzfristige Verschiebung. Alle, die jetzt schon gebucht haben, wissen darüber auch Bescheid, wurden per E-Mail angeschrieben. Man kann dann entweder den Termin wahrnehmen, der dann irgendwann im September sein wird. Genaues Datum wissen wir dann noch nicht. Oder man kriegt sofort sein Geld zurück. 4. bis 5. September ist ein guter, guter Termin, habe ich gehört. Nein, das wissen wir halt noch nicht. Aber wir sind auf alles vorbereitet. Aber wir planen, du musst ja, das kann ja Bregen auch bestätigen, du musst ja trotzdem planen. Du kannst ja jetzt nicht aufhören, irgendwas zu planen, nur weil du nicht weißt, ob es stattfinden kann. Also das ist ja gerade die Krux oder das Dilemma, was man hat. Man muss irgendwie nach vorne schauen und trotzdem weitermachen, in der Hoffnung, dass es irgendwann aufmacht und dann halt spontan reagieren zu können. Das ist halt die Herausforderung gerade für mich und Klaus, für Breng, für alle, die Events, Reisen anbieten. Ja. Hygienekonzept hast du jetzt gerade schon angesprochen. Kannst du da schon ein bisschen was Konkreteres zu sagen, wie das aussieht? Ja, momentan ist, also natürlich ist Klaus in seinem Hotel schon seit dem letzten Lockdown, letztes Jahr, ausgestattet mit den ganzen Desinfektionsmitteln und Abständen der Tische und sowas. Und momentan zählt die Regel in Italien, dass, wenn du einreist, einen Negativtest brauchst, der nicht älter als 72 Stunden ist. Momentan, ja. Das wird wahrscheinlich auch, noch bis in Juni, Juli so gehen, aber du hast dann, wenn die Zahlen weiter so runtergehen und das ist die Planung von der italienischen Regierung, wenn ich es hier richtig verstanden habe von Klaus jetzt, ab Ende Mai, wenn es so weitergeht, keine Quarantänepflicht mehr. Du brauchst aber diesen Test, der nicht älter ist als 72 Stunden und wir werden vor Ort auch diese Tests dann haben, um den dann immer zu aufzufrischen. Ja? Den Test auffrischen? Warum? Ja, genau, der darf ja nicht älter als 72 Stunden sein. Wenn die 72 aber Stunden rum sind, wir sind ja dann in dem Hotel drin, da nicht, aber wir wollen ja auch Restaurants besuchen und andere Veranstaltungen. Und da brauchst du dann wieder einen Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Also nach 72 Stunden ist er ja abgelaufen. Und wenn wir dann, sagen wir mal, am vierten Tag dieses schöne Restaurant besuchen wollen, was wir uns da rausgesucht haben, diesen alten Bauernhof, dann brauchen wir wieder einen neuen. Sozusagen. Okay. Ja, aber wir haben dann diese Selbsttests mit und die reichen dann. Stand jetzt, man muss immer unter Vorbehalt sagen, wir wissen ja nicht, wie die Zahlen sich entwickeln. Ja. Und wahrscheinlich ist es dann, wenn die Leute erstmal auf dem Fahrrad sitzen, ja ohnehin kein großes Thema. Es geht ja eher um die Zeit, wo sie nicht Rad fahren, ne? Wo irgendwie was Gemeinschaftliches abseits des Fahrrads passieren sollte, wo man sich dann vielleicht auch ein bisschen näher steht oder so. Genau, alles, was abseits von unseren Touren und dem Hotel ist,
wo wir auf andere Touristen stoßen können. Nur da zählt es ja. Im Hotel sind wir auch ziemlich separiert. So ist es zumindest geplant alles bis jetzt. Aber wir wollen ja halt gerne ja auch Alta Badia kennenlernen. Ja? Aber das ist alles unter Vorbehalt. Aber Klaus ist da sehr fit und sehr umtriebig, das alles gut zu organisieren gerade. Mit wie vielen Teilnehmern rechnet ihr? Da freigegeben sind wir für 20 Teilnehmer. Wir haben jetzt noch knapp 8 Plätze frei. Ja. Knapp 8 Plätze? 8. 7,5. Genau, ja, 7,5. Wenn ich komme, sind es ja schon mal 1,5, deswegen knapp. Wenn ich es schaffe, noch in den einen Monat abzunehmen, dann sind es 8. Genau. 8 Plätze sind noch frei. Da mache ich mir aber keine große. Also, es stört mich jetzt nicht so, wenn wir auch eine kleinere Gruppe sind. Weil stattfinden, wenn Corona uns lässt, lassen wir es auf jeden Fall. Mhm. Genau. Und wenn nicht, gibt es Geld zurück. Und wenn nicht, gibt es definitiv das Geld zurück. Oder man kann den Ausweichtermin nehmen. Genau. Bragan, wie ist das bei dir mit Hygienekonzept? Ich meine, Gedanken wirst du dir ja auch schon drüber gemacht haben, auch wenn September noch ein bisschen weiter weg ist. Ja, letztes Mal, wir hatten Sicherheitspersonal dort und wir können die Nummer von Menschen kontrollieren. So, damals war es 200 dürfen auf einem Fleck und so, das könnten wir kontrollieren. Diesmal, wir überlegen ob wir Tests machen, ja, so normales Corona-Test oder sogar, wenn es alles super gut läuft. Ich bin schon geimpft eigentlich und hoffentlich. Ich habe ja schon erwähnt, dass du sehr alt bist. Ja. Ja, lustig, als ich geimpft gegangen bin, die Krankenschwester oder Ärztin, die war so. Liest du das jetzt gerade ab, diese komplizierten Begriffe? Ja, oder was machst du da? Auf meiner Karte, you know, und sie sagt, die sind nicht mehr die Jüngste. Ja. In der Situation gibt man das dann mal gerne zu. Ja, genau. Ich habe nur Glück gehabt, dass ich die Impfung bekommen habe. Aber hoffentlich bekommen viele mehr in den nächsten paar Monaten und dann überlegen wir, ob wir einfach einen Impfpass zeigen lassen. Aber ist es denn generell, ich meine, KOM ist ein spezielles Event, wir haben das gerade schon gesagt, dieses Areal ist eigentlich abgeschlossen, normalerweise kommt man da nicht drauf. Das heißt, du hast eine festgelegte Runde, die irgendwie, wie lang ist die, 3 Kilometer? 3,3 Kilometer. Eine festgelegte Runde auf einem abgeschlossenen, überschaubaren Gelände. Ist das jetzt ein Vorteil, weil es einfacher ist, das zu kontrollieren? Oder ist das vielleicht auch ein Nachteil, weil die Leute dadurch auch enger zusammen sind? Ja, es ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und wir hoffen, dass wenn Leute eng miteinander sind, wir haben keine Räumlichkeiten dort. So, alles draußen. Alles draußen. Ich finde es besser, weil wenn man hat dann 1000 Zuschauer dazu, weil an einem sonnigen Samstag kommen ganz viele Leute es gibt einen See nebenan und kommen 1000 Menschen am Samstag und wenn die alle zu uns kommen, dann wird ganz schon dicht. Genau, aber dann können wir das Gelände ja zumachen. Wir können unser Gelände zumachen und es ist nur Bratbar und Verwandten. So. Okay. Genau. Gut, das heißt, ihr seid beide guter Dinge, dass ihr eure Events im Juni bzw. im September durchführen könnt. Sagen wir mal so, die Hoffnung stirbt zum Schluss bei mir. Bei September mache ich mir keine großen Gedanken. Also, obwohl, wo ich angefangen habe mit Alta Bier, das zu planen, haben wir auch nicht damit gerechnet, dass es sich so in die Länge zieht, der zweite, dritte, vierte, fünfte Lockdown hier. Und wer hat das schon? Genau. Hoffentlich sind wir bald über den Berg. Genau. Wie im gesund. Radsport, so in der Corona-Pandemie, hoffentlich sind wir bald über den Berg. Bevor wir die Runde hier beenden, das heitere Zusammensein, Bragan, wie sieht's aus bei dir? Sascha hat gerade schon gesagt, er hat noch ein paar Plätze. Hast du auch noch Plätze? Kann man sich noch anmelden? Wir haben für KOM Berlin, oder? Noch nicht angefangen. Aber man kann sich noch nicht anmelden, verstehe. Man kann sich noch nicht anmelden. Ich mag nicht so viel Stress darüber. Es ist hier in Berlin, viele Leute wollen das machen und wenn wir das öffnen, dann öffnen wir das laut, dass alle wissen und machen wir ein bisschen PR mit.
Aber wann das ungefähr wird, kannst du jetzt noch nicht sagen, oder? Ja, willst vielleicht du nicht? In den nächsten, vielleicht in einem Monat. Wir sind noch nicht sicher. Ja, vielleicht. Wie Sascha gesagt hat, man muss immer wieder planen. Und ich habe wirklich Mitleid für alle Event-Organisatoren gerade, insbesondere denen, die davon leben müssen. Weil es man hat keinen Bock mehr. You know? Irgendwann sagt man, ey, ich will nichts planen, weil ich muss das immer umplanen. Und was soll ich machen? Ja. Mach unser Event auf und dann ich muss irgendwie dann, you know, 200 Menschen ihr Geld zurückschicken und so viel Stress und dann man muss dann wieder aufmachen und dann wieder PR machen und wieder kommunizieren und ich warte erst. Ich persönlich finde jetzt gar nicht so schlimm, den Teilnehmern das Geld zurücküberweisen, das ist ja das Geringste. Also du musst ja immer wieder neu planen. Also du musst ja mit deinen Sponsoren, mit deinen Herstellern, die Räder uns nach Alter bei dir schicken, wenn wir es verschieben, dann müssen die auch gucken, kriegen sie überhaupt die Räder oder haben sie die Räder jetzt schon jemand anders versprochen oder wenn da Zelte stehen, die du mieten willst. Du musst ja alles neu besprechen mit jedem einzelnen Mitglied, der an dieser Reise oder für dein Event, der daran beteiligt ist, mit dem Caterer, mit dem Zelthersteller, mit dem, der die Dixies-Klos hinstellt, mit dem Forstamt, mit Ordnungsamt, weiß ich, du musst ja alles immer wieder neu machen. Das ist halt gerade wirklich ein Mega-Aufwand, der mit Sicherheit am Ende des Jahres von keinem bezahlt wird und den du auch gar nicht beziffern kannst, diesen Aufwand. Ja, wie Bregen sagt, die davon leben müssen. Das kannst du gar nicht beziffern. Mhm. Wenn du die Kosten umlegen würdest, dann werden die Tickets unfassbar teuer dieses Jahr. Das geht ja gar nicht. Also wirklich Hochachtung von den Leuten, die davon leben und immer, immer noch am Ball bleiben und wirklich probieren, für uns diese tollen Events und Reisen möglich zu machen. Das also ist natürlich auch eine außergewöhnliche Konstellation, in der wir jetzt hier sitzen. Klaus hat es nicht geschafft, wie schon angesprochen, der ja tatsächlich von dem Tourismus insgesamt lebt. Für euch ist das ja mehr so ein bisschen ein Hobby, Schrägstrich, Spaß nebenbei und das macht natürlich anders. Aber eine Frage, die ich in dem Zusammenhang jetzt doch schon noch hätte, wenn ihr eure Events durchziehen wollt, seht ihr einen Unterschied zwischen es ist rechtlich erlaubt, ich darf das jetzt durchziehen und es ist sinnvoll und verantwortungsvoll, es auch wirklich zu tun? Macht ihr euch darüber Gedanken? Definitiv. Also wenn es rechtlich bei mir erlaubt wäre und die Zahlen immer noch extrem hoch wären und die Intensivstationen voll wären in Südtirol, Deutschland, wie auch immer, dann würde ich von mir aus, glaube ich, auch schon sagen, ich verschiebe es. Ja. Mhm. Also es muss schon ein Zusammenspiel sein. Also alles, was recht ist, ist ja vielleicht nicht moralisch oder vertretbar, zumindest in meiner Welt. Ja, also da gibt es eine schöne Grauzone, die man halt für sich selber abstecken muss. Mhm. Ja, Mr. Königs. Ja, meine Meinung ist, Sascha hat ein ganz anderes Event als unser Event. Die sind alle im Hotel, die sind auf jeden Fall sehr eng miteinander, die essen Abendessen miteinander und natürlich muss man eine ganz andere Gedanken machen bei solchen Events. Ich bin persönlich der Meinung, dass die Regelungen um Sport draußen sind völlig übertrieben und ich finde es ganz schlecht. Ich bedauere die Situation für die ganze Jugendliche und Sportler, die nicht irgendwie Fußball spielen können oder Fußball oder was auch immer. Ich finde es, ich bin auch völlig überzeugt, dass Corona existiert. Ich habe gute Freunde, die Corona hatten. Unser DJ bei The Calm hatte ganz schlimme Corona gehabt und kann immer noch nichts riechen. Und ich finde es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Aber das heißt nicht, dass Leute können nicht ins Park gehen und die können nicht Radfahren zusammen. Ich glaube, das ist völlig übertrieben. Bei unserem Event ist es draußen. Um dieses Virus zu kriegen, wenn man draußen ist, ist es fast nicht möglich. Und man kann sagen so, ja, aber es kann passieren. Aber ja, kann etwas immer passieren. Dann kann man immer zu Hause bleiben und immer Angst haben. Ich finde, bei unserem Event, ich warte, bis es einfach erlaubt ist. Aber aus moralischen Gründen
Ich finde, das bei uns, wir haben letztes Jahr auch unsere Registration online gemacht und wir hatten dann eine App und man hat dann, wir haben Sachen gemacht, zu diese persönlichen Kontakte zu vermindern. Aber letztendlich, ja, wir reden miteinander vor Ort. Aber ich finde, dass, ja, das ist. Es ist schon enorm viel, ich meine generell jetzt in dieser Zeit, was man abwägen muss gegeneinander. Ne? Ich habe keine Ahnung. Solange Sie sagen, dass es erlaubt ist, dann machen wir das. Ich habe keine moralische Problem. Kompass. Wenn einer krank wird, dann das kann auch jederzeit passieren. Es gibt Events, wo was ich veranstaltet habe, wo Leute wirklich sehr verletzt waren, you know, durch Unfälle, durch einer hat Herzinfarkt und ist gestorben tatsächlich. Und bei Großstart-Events jedes Jahr bei Marathon, bei Halbmarathon sterben Menschen jedes Jahr. Und so moralistisch habe ich wirklich kein Problem. Das ist zu viel. Sorry, mein Deutsch ist schlecht. Ja, also ich meine, zumindest Unfälle sind natürlich bei einem Event, wo viele tausend Leute starten, schon mal einkalkuliert. Ne? Das ja, aber es sind nicht nur Unfälle. Genau. Leute sterben von Anstrengung. Nur von Anstrengung. So du sagst, hey, ich mag dieses Event, wir alle fahren 200 Kilometer durch die Wüste und dann ein paar sterben dabei, weil es zu viel ist für den. Und ja. wenn ein Veranstalter so diese Responsibility, das heißt verantwortungslos. Yeah, oder wenn man versucht, diese Verantwortung zu nehmen, dann man wird durchdrehen. Like, wie könnte man irgendwas organisieren? Naja. You know? Nein, ja zu ich meine, ich kenne es von Radrennen in Italien, da musst du ja einen ärztlichen Attest vorweisen, dass du ja entsprechend fit bist. Ne? Ja, das ist, finde ich, auch völlig übertrieben. Und das, ich arbeite für Eroica, wie gesagt, und das bringt gar nichts. Ich meine, die meisten Leute, die verfälschen diese. Ja, aber es geht ja, glaube ich, eher darum, da geht es auch darum, dich als Veranstalter auch zu schützen. Ja, also. Aber wir leben halt nur, dass der Veranstalter irgendwie schuld ist, finde ich. Genau. Ja, genau. Das ist ja Wort zum Sonntag. Du musst natürlich auch ein bisschen auf den Verstand deiner Teilnehmer setzen und dass sie selber für sich das Risiko vernünftig einschätzen können, ne? Was sie eingehen wollen oder auch nicht. Ja, letztendlich. Und klar, in dem Moment, wo ich mich auf dem Fahrrad setze, gehe ich das Risiko ein, dass das Fahrrad mit mir umfällt. Also. Ja. Letztendlich, was sie tun. Die wissen, dass sie gehen Radfahren. Die wissen, dass es hart ist. Dass es ein harter Sport ist. Und ja, hallo? Weil desto mehr, dass wir akzeptieren diese Regelungen, zum Beispiel wie in Italien, wo du musst zum Arzt gehen, bevor du darfst mitmachen bei Eroica von alle Events. Irgendwann haben Leute keinen Bock mehr auf Events. Die haben keinen Bock zu gehen, weil die wollen nicht zum Arzt gehen. Die Veranstalter haben keinen Bock zu organisieren. Und was wir verlieren dadurch, ist viel größer als der Risiko, was man annimmt, wenn man in ein Event annimmt. Also wegen so einem kleinen Attest, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, kommen die Leute nicht. Ja, also das glaube ich nicht. Aber ja, sie schützen sich auch selber damit, die Veranstalter. Das darf man ja nie vergessen. Es gibt immer die Leute, die es drauf anlegen und dir dann eine Klage an den Hals wünschen. Das ist einer von einer Million. Aber genau den willst du denn. Und dann, wenn jeder dann so einen kleinen Attest bringt, ich musste damals für die Toscani Trail auch machen, das ist ja wirklich kein großer Aufwand gewesen. Und ich damit dem Veranstalter helfe, damit er auf der sicheren Seite ist, dann kann ich damit zumindest gut leben. Ja, also, ja, für solange ich jetzt nicht. Für Veranstalter kann es ganz schön nervig sein. Zum Beispiel, wenn du hast ein großes Event und dann du hast zum Beispiel 20 Sponsoren, die kommen oder Presse. Und dann, du musst dann diese Tests alles organisieren für all diese Menschen, das alles abgeben. Man, es ist Kopfschmerzen ohne Ende und es nimmt eigentlich viel Zeit und Kraft und das kostet auch Geld. Und glaube ich dir, aber das ist wie so eine Versicherung. Eine Versicherung willst du auch froh, wenn du sie nicht brauchst. Ich ärgere mich jedes Mal über die Versicherung, die ich alle bezahlen muss. Und ein von 1000 Fällen brauche ich es immer. So sehe ich das. Aber hat jeder seine Meinung. Das kostet auch nicht viel. Naja. Die Versicherung ist wirklich sehr preiswert, finde ich, für Events.
Das ist wirklich kein Problem. Aber wenn du kommst zu einem Event, du unterschreibst ein Papier, okay, ich fahre mit und ich hole mein Restaurant nicht danach. In dem Sinne, ja, Prost. Schwierige Situation, genau. Das also, Leben ist ein Abwägen von Risiken. Genau. Hoffentlich können wir bald ein Bier trinken zusammen. Genau, auch Radfahren. Generell ist, I mean, es hat so ein groß, ist nicht so gefährlich, aber wenn etwas schief geht, kann richtig schief gehen. Ich finde, wenn ich dich auf dem Rad sehe, dann sieht das schon gefährlich aus. So, ja. Jetzt reicht's aber. Ja. Ich würde euch gerne noch fragen, bevor wir uns Tschüss sagen, zum Abschluss hier eine kleine Runde. Wenn ihr euch ein Event aussuchen dürftet, welches Event möchtet ihr gern mal unter die Räder nehmen mit dem Gravelbike? Ein Event. Sascha. Jetzt hatte ich gerade eins im Kopf, da fällt mir eins. Ich wollte ja immer mein allerliebstes Event, ich habe zwei, das ist die Tour Divide und das Badlands. Nein, du darfst nur eins sagen. Nee, Tour Divide und Badlands. So. Die beiden. In der Reihenfolge oder andere Reihenfolge, ist ja auch egal. Die beiden, die würde ich unheimlich gerne mal fahren. Wenn du jetzt fragst, mit wem? Mit mir. Frage ich aber nicht. Ja, deswegen habe ich gesagt, mit mir. Ja, alles klar. Ja. Bragan, gibt es noch was du gerne erleben würdest? Ah, oder hast du alles schon gesehen? Ich finde es toll, dass Sascha Marx sein Event in Alta Badia. Ich wollte sagen, Le Roque Dolomiti. Das ist ein Roque Event in San Candido. Es ist eine Stunde von Alta Badia. Und das ist eine wahnsinnig schöne Ecke der Welt und sollte jeder dahin gehen. Ich war noch nie mit meinem Gravelbike, ich war mit so einem altes Rennrad. Ja, aber gehört auch zu Eroica dazu. Also ich habe ja da hinten, da hängt ja fast ein Eroica-Rad an der Wand hinter mir. Genau. So man fährt dann bis Prato Piazza, dann 2000 Meter hoch mit einem altes Rennrad und das ist eine wunderschöne Ecke. So ich würde Saschas Event gerne mitfahren. Ich notiere das mal bringen. Ja? Noch sieben Plätze frei. Wann ist Eroica Dolomiti, wann findet das statt? Das ist immer auch im September. Auch im September. Das wird echt lustig im September. Das ist immer vielleicht sollten wir alle im September einen Monat Urlaub nehmen. Von den Familien und vom Job und einfach von Event zu Event reisen. Es ist super Zeit. Es ist nach der Sommerferien, so du kannst abhauen. Die Kinder sind wieder in der Schule. Ja. Glaubst du? Ne? Ja, hervorragend. Hoffentlich sind sie wieder in der Schule. Ja, wirklich. Hoffe ich auch. Ich meine, meine Tochter hofft jetzt selber auch. Die hat, glaube ich, die Schnauze voll hier zu Hause. Zu viel. Ich würde super gerne, das möchte ich jetzt auch noch sagen, Eroica, das Original in der Toskana, bin ich ja schon zweimal gefahren. Das fand ich super schön und Gravelbiken finde ich super schön, das würde ich gerne kombinieren und Tuscany Trail möchte ich einmal fahren. Dieses Jahr wird das sicherlich nichts, wird ja auch ein bisschen knapp jetzt. Hoffentlich klappt das vielleicht nächstes Jahr mal oder so. Sascha ist schon gefahren. Ja, zweimal? 2019, ja. Nee, 2019. Oh, 2019. Also es hat sich so angefühlt, als wenn ich zweimal gefahren wäre, ja. Weil da hab ich ja gerade erst drei Monate Rad gefahren und dann habe ich ja mit meinem Kumpel Marc gleich dazu angemeldet. Also völlig untrainiert, der Gewicht, das ich jetzt gerade aktuell habe, gefahren, aber trotzdem, ich wäre mit dabei. 85 Kilo. Ja, das ist auf jeden Fall sehr hoch auf meiner Liste, ist der Tuscany Trail, definitiv. Dann lass uns doch machen wir das nächstes Jahr zusammen. Cool. Dann machen wir das nächstes Jahr zusammen. Lass es machen. Deal. Deal. Oh. Ich bin hier first. Okay, ja. Drei bekloppte X. Darf man das überhaupt zu dritt fahren? Ist egal. Ne? Das kannst du auch in der Gruppe fahren. Das ist ja nicht klar. Ich meine hier, wie heißt sie? Tails on Tires oder so? Mit ihrer Bombtrick-Crew sind da letztes Jahr auch, glaube ich. Fancy, ja. Genau. Natürlich, du kannst mit zu vielen fahren, da gibt es keine. Aber wir müssen Bragan natürlich stoppen, weil Bragan möchte ja dann bestimmt zwischendurch mal ein bisschen pacen. Obwohl, dann könnte er ja das lecker Essen für uns vorbereiten. You guys are crazy. Kann ja sehr gut kochen. Ich bin der langsamste Bikepacker der Welt. Ich mag irgendwie 50 Kilometer am Tag fahren. Aber ich glaube, in Italien, da würde ich mich auch zur Not auf das vor Ort von den Pizzabäckern zubereitete Essen verlassen. Ja, es war nicht unlecker, kann ich hiermit bestätigen. Super. Also ihr bis zwei, ich danke euch. Ich drück euch die Daumen, dass alles funktioniert mit euren Planungen und euren Events. Danke. Wir sind am Ende unserer Folge. Wir sagen Tschüss und
Wir erwähnen noch einmal unseren Sponsor, Il Magistrale Cycling Coffee. Denkt dran, ihr bekommt 20% Rabatt bei der Nutzung des Gutscheincodes GravelTime20 beim Einkauf auf magistralecyclingcoffee.cc. Und natürlich müsst ihr uns auf Instagram, Facebook, YouTube und Co. folgen. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Gravel Time. Bis dahin, Gravel on. Tschüssikowski. Und tschüss, ihr zwei. Ciao, Mr. Niemanski.